Die besten Geschichten, die schreibt ja bekanntlich der Zufall, ne? Und der Zufall wiederum, der wollte es, dass drei junge Musiker der Dresdner Philharmoniker auf einer Reise durch ferne Kuba, auf einer Tourneereise, auf zwei junge Perkussionisten aus Havanna treffen. Und bei uns in Deutschland ist das so, die Männer werden es bestätigen. Wir Männer sitzen in der Kneipe, klitschen eine Karte und trinken unser Bier. Bei den Musikern ist das ganz anders. Dort kribbelt es ziemlich schnell in den Fingern, manchmal auch in den Stimmbändern und ab und an mal in den großen Zehen. Kurzum, die fünf haben beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Ja, und wenn der Funke erstmal so überspringt, dann kann so eine Session eine ganze Nacht dauern. Und ich kann Ihnen sagen, der Funke ist übergesprungen. Und es ist eine Musik entstanden, die Welt bis jetzt so noch nicht kannte. Mit Jazz, aufgelockerte Klassik zu kubanischen Rhythmen. Eine spontane Aktion dieser fünf, die glücklicherweise nicht spontan geblieben ist und die heute Abend glücklicherweise aufgeführt wird, hier in Dortmund. Diese fünf haben CDs aufgenommen und sind durch Deutschland gezogen, durch die Hallen in Deutschland mit Erfolg. Ja, und zum großen Finale von Echo der Stars hören wir jetzt einen Klassiker von Vittorio Monti, den Czardas. Überhaupt nicht zufällig, sondern richtig geplant und zu Recht sind sie hier. Die Class Brothers. Und Cuba Percussion. In der Kategorie Klassik ohne Grenzen geht ein Echo Klassik 2003 an. Class Brothers and Cuba Percussion. Thank you.
Der Fernsehfilm der Woche. Was tust du, wenn du in einem